Wenn ihr Säume nähen wollt, die rund sind und ihr müsst die nach oben klappen, dann zeige ich... Hallo, hallo ihr Lieben! Ich habe heute wieder einen Overlock-Tipp für euch. Und zwar zeige ich euch einen kleinen Hack, wie ihr runde Säume nähen könnt, wenn ihr es mit dem Overlock näht. Ich weiß, bei runden Säumen kann man leicht verzweifeln, weil die äußere Rundung ist größer als die innere Rundung und wenn man die dann umklappt, dann gibt es Falten und ja, da kann man dann ganz schön genervt sein beim Nähen. Und um das zu beheben, habe ich einen kleinen Trick für euch. Ich finde den richtig cool und ich weiß oder bin mir ziemlich sicher, dass es euch auch sehr gut gefallen wird. Wenn dem so ist, dann abonniert den Kanal Rosie Made. Gebt mir einen, gefällt mir und ich würde mich riesig freuen, wenn ihr einen Kommentar da lasst, was ihr denn denkt zu diesem Tipp oder vielleicht habt ihr ja auch Vorschläge oder Probleme, gerade mit der Overlock, wo ich euch noch ein bisschen weiterhelfen kann. Jetzt aber erstmal zu dem Tipp, runde Säume nähen. Wenn ihr runde Säume nähen wollt, dann ist es ja oft ein bisschen schwierig, das dann später zu bügeln oder hochzuklappen. Deswegen habe ich da einen kleinen Trick für euch. Und zwar habe ich jetzt hier meine Overlock-Maschine und da werde ich jetzt den Differentialtransport verstellen. Normalerweise ist 1,0 empfohlen und ich stelle ihn jetzt auf 1,5, weil dann fängt der Stoff sich so ein bisschen an zu kräuseln und das hilft mir dann, wenn ich das nachher umlegen möchte. Ich habe jetzt hier ein Stück Stoff vorbereitet, was ich mir jetzt so rund zugeschnitten habe hier. Und diese Rundung werde ich jetzt mit der Overlock nähen. Und da nähe ich jetzt einfach ganz normal, wie ich es normalerweise machen würde. Und jetzt sehe ich schon, dass sich das hier so ein bisschen zu kräuseln anfängt. Es ist jetzt in dem Fall überhaupt nichts Schlimmes. Nadel wollen wir jetzt nicht hier haben. So, und jetzt seht ihr schon, wenn ihr das jetzt umlegt, dann legt sich das schon fast automatisch um. Das heißt, wenn ich jetzt entweder 1 cm oder 1,5 cm, je nachdem wie breit mein Saum sein soll, oder 2 cm, wenn ich das jetzt umbügeln würde, dann habe ich da gar keine Schwierigkeiten mehr oder irgendwelche Falten, die da mir in die Quere kommen würden oder sowas, sondern ich kann das jetzt einfach bügeln, eventuell stecken und dann mit der ganz normalen Naht absteppen. Ab jetzt habt ihr also hoffentlich keine Probleme mehr, wenn ihr runde Säume mit Jersey-Sachen näht. Falls doch, dann schreibt mir gerne. Und ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche beim nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, macht's gut!